Hallihallo und damit einmal mehr herzlich willkommen zurück zu Mafia 2. Ja, ich hab beschissen ge... Ey, Alter. Siehst du doch. Ich hab geparkt. So, ich bitte darum, das Speichersymbol oben rechts in der Ecke zu ignorieren. Denn irgendwie will es nicht mehr verschwinden. Ich habe das Gefühl, dass die PS4-Version bzw. der PS4-Port noch nicht ganz optimal läuft. Sei es Performance, sei es Bugs. Ist halt, ja, ist glaube ich normal heutzutage, dass man einfach wieder irgendwas auf den Markt wirft, bevor es überhaupt fertig ist. Aber egal. Wo sind wir stehen geblieben? Wir waren im Schlachthaus. Wir sollten uns mit... Pass doch auf, wo du langfährst! Ja, mit Eddie im Falcone treffen. Wir waren auch da, aber wir wurden weggeschickt, weil es anscheinend unaushaltbar neben uns war. Naja, jetzt waren wir also duschen, haben uns umgezogen und wollen mal gucken, ob wir alles richtig gemacht haben. So. Hier haben wir schon wieder diese schöne Straßenmittenhecke. Müsste bedeuten, wir sind gleich da, ne? Hier einmal links, dann einmal hier links, dann rechts. Rum. Dann müsste es, glaube ich, auch gleich schon auf der rechten Seite erscheinen, oder? Ich kann es mir einfach nicht merken. Doch, da ist es. Jawohl. Ich wollte gerade sagen, da steht jemand auf meinem Parkplatz, aber... eher nicht. Gut. Wollen wir mal gucken, ob wir jetzt irgendwas machen können. Vito, da bist du ja. Hey, Eddie. Netter Anzug. Danke. Also, worum geht's denn? Was sollen die Anzüge? Vito, Mr. Falcone nimmt uns heute Abend in die Familie auf. Dich und mich. Wir haben's geschafft. Im Ernst? Heute Abend? Ja, heute. Wahnsinn. Wieso habt ihr das nicht früher gesagt? Wie läuft das ab? Nicht so ungeduldig. Da will sich erst noch jemand kurz mit dir unterhalten. Leo, schön dich zu sehen. Was machst du hier? Hallo, Kleiner. Ich will mit dir darüber reden, was heute passiert. Komm, setz dich. Gern. Sehr gern. Und hey, danke nochmal für alles, was du für mich getan hast, damit ich früher raus konnte. Und jetzt löse ich mein zweites Versprechen ein. Zweites Versprechen? Ja. Ich sagte, ich sorge dafür, dass du möglichst schnell Familienmitglied wirst. Weißt du noch? Die Aufnahme verdanke ich dir, aber du arbeitest für Frank Vinci. Ja. Ich hätte dich gerne in unserer Familie gehabt. Aber ich weiß, dass Joe dein bester Freund ist. Ihr seid zusammen aufgewachsen, so wie Frank und ich. Und Joe hat die ganze Zeit, die du im Knast warst, für Carlo gearbeitet. Drum habe ich Carlo vorgeschlagen, dich und Joe gemeinsam aufzunehmen. Was soll ich da sagen? Danke, Leo. Du musst gar nichts sagen. Weder zu mir noch zu sonst wem. So ist es üblich in unserem Metier, Vito. Ja. Na los, komm jetzt. Lassen wir sie nicht warten. Also dann, ich gehe schon mal nach oben vor. Was wollte der Alte von dir? Oh, nichts. Wir haben nur über alte Zeiten gesprochen. Als Leo die Seife hat fallen lassen? Du kannst okay, mich mal. Okay, okay, das reicht. Und gehen wir. Führt sich auf wie im Kindergarten. Naja. Was soll ich sagen? Alles klar, wartet hier. Okay, Jungs, passt auf. Einer nach dem anderen. Und wenn ihr drin seid, gibt's weitere Anweisungen. Klar? Joe, komm bitte rein. Hey, viel Glück. Oh, das dauert aber. Jetzt bist du dran, Vito. Meine Herren, das ist Vito Scaletta. Vito. Du weißt, dass unsere Familie ein Geheimbund ist.
Du wirst in eine Gesellschaft von Auserwählten aufgenommen. Eine Gesellschaft, von der Rest der Welt nichts ahnt. Von nun an bedeutet dir unsere Familie mehr als deine leibliche. Oder Gott oder dein Vaterland. Befehle ich dir, deinen Bruder zu töten, wirst du das tun. Zeig mir, mit welchem Finger du den Abzug ziehst. Sprich mir jetzt nach, Vito. Wenn ich unsere Familie und ihre Geheimnisse verrate. Wenn ich unsere Familie und ihre Geheimnisse verrate. Möge meine Seele in der Hölle brennen, wie dieser Heilige. Möge meine Seele in der Hölle brennen, wie dieser Heilige. Amico Nostro, meine Herren, unser neuer Freund, Vito Scaletta. Es freut mich, dass sich diese beiden talentierten Männer uns angeschlossen haben. Und es freut mich, dass es im Beisein solch geschätzter Gäste geschehen ist. Insbesondere Don Frank Vinci. Und natürlich, warum ich mich nach über 6 Jahren Knast wieder auf sowas eingelassen habe? Naja, da wo ich aufgewachsen bin, wurden nur Männer respektiert, die sich nahmen, was sie wollten. Ihr werdet von Eddie für eure Dienste bezahlt. Frank, du hast das Wort. Egal, was ihr tut, Gentlemen. Finger weg von den Drogen. Keine Drogen. So läuft das bei uns. Man kann viel Geld damit machen, aber nachdem ich jahrelang für andere die Drecksarbeit erledigt hatte, war ich soweit, alles zu riskieren, um nach oben zu kommen. Aber ohne Drogen. Trophäe erhalten. Ehrenmann. Okay. Okay, wir haben uns anscheinend sehr schnell nach oben gegaunert. Kapitel 10. Zimmerservice. Villa Scaletta, 15. Juni 1951. Und ich habe das Gefühl, dass die Musik wieder nicht aufhört. Ist das dein Telefon? Das ist ein Telefon. Hallo? Hey Vito, ich bin's, Eddie. Hi Eddie, wie geht's? Komm sofort in Joes Wohnung. Okay, gut. Was ist los? Kann ich dir nicht am Telefon sagen. Gut, ich bin gleich da. Warum kann er mir das nicht am Telefon sagen? Das gefällt mir schon wieder überhaupt nicht. Was ist das? Einfach nur ein Buch. Okay. Okay. So. Wo ist denn unser... Da, können wir uns anziehen? Können wir nicht. Hier auch nicht. Nein. Oh Gott, ey. Hier vielleicht. Jawohl. Motorradfahrerkleidung? Okay. So, wollen wir mal gucken, was wir hier... Haben wir auch eine Garage? Ah, da, in der Tat. So. Ach, scheiß drauf. Nimm mal den. So. Wollen wir mal schauen. Jetzt habe ich natürlich wieder nicht auf die Straße geachtet. Wollen wir mal schauen, was wir vorhaben. Was wir zu tun haben. Die PlayStation speichert sich hier in Wolf.
bin gespannt. Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen. So, hier einmal drauf. Auf die Brücke. Ach ja. Bin gespannt, was Joe wieder für Scheiße gebaut hat. Der kann nur Scheiße bauen, ne? Aber egal. Egal. So, da sind die Bullen. Ah, Scheiße. Fahrerflucht, Verfolgung aufgenommen. Ja, klar. Verstanden. Sir. Ich bezahle das natürlich. Mit dem Fahrstil bringen Sie noch jemanden um. Das gibt einen Strafzettel. Ja, es tut mir leid. Kommt nicht wieder vor. Heute. Na gut, also, bitteschön. Tu dir selbst einen Gefallen und lass das in Zukunft. Alles klar, Officer. Ich werde mich da heute nicht mehr bei erwischen lassen. Garantiert nicht. Ja. Scheiße. Oh nein. Okay. So, wollen wir mal gucken. Sind wir gleich da, ne? So, einmal hier rum. Da hinten, glaube ich, rechts. Ja, rechts. Und da sind wir auch schon wieder. So, was hat er gemacht? Die olle Bumsbirne. Was hat er angestellt? So. Dass der sich immer noch keine neue Bude geleistet hat. Ich meine, da sieht es immer noch so aus wie am Anfang, oder? Also wenn der BH noch auf dem Bett liegt, dann... Dann gute Nacht. Und ich mit dem Baseballschläger. Die haben sich vor Angst fast in die Hose morgen, geschissen. Jungs. Hey, Vito, guten Morgen. Marty, was machst du denn hier? Joe meint, ihr braucht Hilfe. Und weil ich es den Iren voll gezeigt habe, will er mich mitnehmen. Er will dich mitnehmen? Wohin soll's denn gehen? Die warten schon auf dich. Also, wir reden später drüber. Mein Kumpel Vito. Morgen, Mr. Falcone. Hallo, Vito. Nimm Platz. Jungs. Also, was gibt's? Du hast uns Luca vom Hals geschafft. Gut gemacht. Dank dir wissen wir, dass Clemente hinter dem Angriff auf unsere Jungs steckt. Bisher konnten wir nie gegen ihn vorgehen. Aber jetzt ist er fällig. Er hat Leute von uns gefoltert und das bedeutet Krieg. Alles, was wir jetzt unternehmen, kann ich vor der Kommission rechtfertigen. Alberto weiß das. Er wird deshalb versuchen, uns zuerst anzugreifen. Das heißt, dass wir uns um Clemente kümmern. Ganz genau. Zufällig hat er für heute ein großes Treffen im Hotel Empire Arms anberaumt. Das ist die Chance, ihn und seine besten Männer endgültig loszuwerden. Na klar, wir marschieren da einfach rein und legen am helllichten Tag im nobelsten Hotel der Stadt ein paar Dutzend schwer bewaffnete Typen um. Keine Sorge, ich hab einen Plan. Scheiße, Joe, nimm sofort dieses Ding weg. Ganz ruhig, Eddie, sie kann nicht hochgehen. Erst wenn ich hier drauf drücke... Lass das um Himmels Willen, nimm das weg! Ist ja schon gut, ist ja schon gut. Mach dir nicht gleich in die Hose. Hey, Leute. Wir marschieren da rein und jagen gleich den ganzen Schuppen in die Luft. Ist das nicht ein bisschen übertrieben? Keine Panik. So viel Wumms hat das Baby nicht. Da geht nicht gleich die komplette Hütte drauf. Aber jeder, der sich in dem Zimmer aufhält, wird zu Konfetti. Wie wissen wir, wann das Ding hochgehen muss? Wir stehen auf einer Fensterputzerplattform und sehen uns ganz gemütlich die Explosion an. Na, das kann ja heiter werden. Okay, Jungs. Ich zähle auf euch. Wenn alles glatt läuft, gibt's eine hübsche Prämie. Ruf da an, wenn alles vorbei ist. Oh, übrigens, die Bar bleibt heute geschlossen, falls Clemente was plant. Tja, viel Glück, Jungs. Was ist mit dem Kleinen da draußen? Du meinst Marty? Er gehört nicht zur Organisation, deshalb muss er vor der Tür warten. Ich meine, was hat er hier zu suchen? Du stellst Fragen.
Marty kommt mit uns, weil wir einen brauchen, der uns fährt und der uns den Rücken frei hält. Was hast du gegen ihn? Er ist ein anständiger Kerl, ich kenne ihn ewig, außerdem hat er mir den Arsch gerettet. Aber diesmal haben wir es nicht mit besoffenen Iren zu tun, sondern mit der mächtigsten Familie der Stadt und du schleppst diesen Grünschnabel an. Wie alt warst du, als du mit der Scheiße angefangen hast? Du redest wie ein kompletter Spießer. Hör zu, er wartet im Wagen und gibt auf Befehl Gas, das ist alles. Er weiß nicht mal, was wir im Hotel vorhaben. Und er fährt wie der Teufel, genauso jemand brauchen wir für den Job. Okay, wenn's sein muss. Aber trotzdem, irgendwie gefällt mir die Sache nicht. Ey, da lag Geld auf dem Tisch. Achso, wir sind noch hier. Kann ich das? Nein, das kann ich nicht. Okay, anscheinend schläft er nicht zu Hause. Oder die Entwickler waren echt zu faul, um hier mal, weiß ich nicht, ein bisschen was Neues reinzubringen. Hier ist auch noch alles gleich. Finde ich ein bisschen schade. Aber hey, gut. So. Wie sieht das denn mit Muni aus? Gar nicht mal schlecht. Wir nehmen meinen Wagen. Okay, ich fahre. So. So. Hier können wir, glaube ich, auch. Ja. Läuft. Was müssen wir machen? Fahre Marty und Joe in Joes Wagen zur Tiefgarage des Empire Arms Hotel. Ja. Kriegen wir hin. Ah ja, er hat sich einen neuen Wagen gekauft, ne? Aber fahren nicht gleich zu Schrott. Das ist unser Fluchtwagen. Außerdem vertragen sich Sprengstoff und Verkehrsunfälle nicht besonders gut. Ach ja. Sprengstoff? Ja, für ein kleines Feuerwerk. Aber vergiss es wieder. Wir müssen zum Empire Arms Hotel. Park in der Tiefgarage. Nimm den Hintereingang. Ah. Ist das eine gute Idee, mir Sprengstoff mitzugeben? Ich meine, wir haben jetzt in, ich glaube, 16 Folgen gesehen, wie ich fahre. Scheiße. Dann lass mal den Begrenzer mal lieber die ganze Zeit an, ne? So. Sag schon, Jungs, was läuft in dem Hotel da, hä? Rückt raus mit der Sprache. Das hey, dieses das Ladesymbol geht doch nicht weg. Ich wollte gucken, willst wie viel ein Buch schreiben? Geld ich hab dir gesagt, was du wissen musst. Hey, ich bin nur neugierig. Diese ganze Geheimniskrämerei... Marty, diese Geheimniskrämerei ist wichtig. Je weniger du weißt, desto besser für dich. Wenn du uns weiter Löcher in den Bauch fragst, sehe ich mich in Zukunft nach einem anderen Fahrer um. Schon gut, keine Fragen mehr. Geht klar, ich habe verstanden. Sehr schön, Marty. Sehr schön. Und jetzt... Ihr wollt das Hotel in die Luft jagen, stimmt's? Zurück Marty. In die Zukunft. Okay, entschuldige. Noch ein Wort von dir. Entschuldige, kein Sterbenswörtchen mehr. Großes Ehrenwort. Junge. Das war ein bisschen knapp. Ein bisschen. Oh. Okay. Ist eins davon das Hotel? Ich hoffe. Nein, das Hotel ist rechts. Ich weiß es nicht, wir werden sehen. So, hier schön vorsichtig um die Kuppen. Ja, das läuft ja. Lemonade. Cola Swift Lemonade. Alter. Das Empire ist das Hotel. Arms. Hinten ist deine Garage. Ah. Okay. Okay. Unauffällig. Jungs, ich bin da. So. Halt da und lass alle knarren hier. Nicht, dass uns Clementis Leute filzen und wir auffliegen. Okay, Rito und ich gehen da rein und ziehen unsere Sache durch. Du wartest hier auf uns. Wenn du eine Explosion hörst, startest du den Wagen. Dann müssen wir abschwören, und zwar pronto. Und steck die Kanone weg, du Idiot, die brauchst du nicht. Außer man verfolgt uns, aber das glaube ich nicht. Klar, alles klar, Joe. Clementi hat das ganze 18. Stockwerk gemietet. Das dritte von oben.
Da gibt's Suiten und Konferenzräume und außerdem jede Menge Gorillas. Und wie kommen wir darauf? Hintenrum durch die Wäscherei. Wäscherei? Meine Unterhose ist sauber. Nicht mehr lange. Sehr witzig. Das Treffen hat noch nicht begonnen. Oh, ich habe ein ganz schlechtes Gefühl. Ich habe ein schlechtes Gefühl. Wir schnappen uns ein paar Putzklamotten vom Reinigungstrupp und dann machen wir da oben mal richtig sauber. Klingt gut. Du hast dir echt was einfallen lassen. Ja, nicht frech. Da drin müsste einer vom Hotel mit den Klamotten auf uns warten. Sehen wir mal nach. Und dass du mir keinen Tanz aufführst, bis Clementi eintrifft. Keine Dummheiten. Halt den Ball flach, kapiert? Sprichst du mit dir selbst? Alles klar. Kriegen wir hin? Du bleibst hier. Ah, nie darf ich mit. Wie gesagt, ein ganz schlechtes Gefühl. Und ich würde auch sagen, putzen werden wir erst in der nächsten Folge. Ach, scheiße, abgeschlossen. Dieser Idiot sollte sie doch für uns auflassen. Ach, jetzt müssen wir warten, bis dieser Arsch auftaucht. Scheiße. Gibt's nicht noch einen anderen Weg da rein? Versuch's. Ich warte hier, falls dieser Trottel noch auftaucht. Dieses faule Stück Scheiße. Okay, jetzt aber. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen und mach schon, bis zum nächsten Idiot. Mal. Macht's gut, ciao.